Auf seiner Reise in die baltischen Staaten warnte der ukrainische Präsident, dass Russland jede Form der Stagnation des Krieges nutzen würde, um erneut eine Großoffensive gegen sein Land zu starten. Er wünsche sich echte Schritte der NATO-Partner, die sein Land näher an eine Mitgliedschaft heranführen. Чим менше кроки України до наближення до НАТО, це говорить про те, що тим більший страх у когось перед Росією. Не можна цього показувати. Це велика буде помилка. Це дасть ще, додасть амбіцій президенту Росії. In Riga hat die ukrainische Delegation ein Abkommen über die technische und finanzielle Zusammenarbeit mit beiden Ländern unterzeichnet. Die Suche nach weiteren Hilfen wird für Kiew umso wichtiger, als die USA ihre Militärhilfen faktisch ausgesetzt haben. Ein Sprecher des Weißen Hauses sagte, die Verhandlungen über weitere US-Hilfen seien zum Stillstand gekommen. Russlands Ex-Präsident Dmitri Medvedev hat erneut mit Atomwaffendrohungen für Aufsehen gesorgt. Bei den jüngsten schweren Raketenschlägen gegen die Ukraine seien noch keine Atomwaffen zum Einsatz gekommen, warnte Medvedev.